Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht's um ein paar andere Kisten, nicht um Party-Sync oder Garnisonskisten, sondern wir sind hier beim Pilgerfreunde-Event und dort gibt es auch verschiedene Sachen zu holen. Unter anderem habe ich noch die Soul-Shape-Gestalt eben geholt, die ich jetzt ja auf die ich seit einem Jahr warte, beziehungsweise eine Horden-Quest hatte ich ja auch noch offen, aber... zudem gibt es noch einen Hut, den ich brauche, und zwar schimpft sich der Feiner Pilgerhut. Das ist mittlerweile ein kosmetisches Item, heißt, das können alle Chars einmal lernen. Und ja, irgendwie hatte ich den bis jetzt noch nicht. Ich vermute, dass das früher ein Stoffhut war und ich habe ja immer nur Leder gefarmt und dementsprechend kam der so ein bisschen unter die Räder. Mittlerweile, wie gesagt, ist ein kosmetisches Item, das kann man mit jedem Char lernen. Und den gibt es einmal hier in Kisten. Und zwar heißen die Kisten Pilgerfreude oder Pilgerfreuden, so rum. Und da kann unter anderem der Hut drin sein. Ich glaube, da gibt es auch noch ein paar andere Sachen, die man rauskriegen kann. Die habe ich alle schon. Ich glaube, ein Toy oder so war auch noch dabei. Und ja, ich will jetzt insgesamt 20 von diesen Kisten öffnen und hoffe, dass ich den Hut rauskriege. Die Geschichte ist, ich habe auf WoW Head schon mal nachgeguckt. Das Ding hat eine 3%ige Drop-Chance. Heißt, das ist jetzt nicht richtig geil. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen Luck habe, denn um diese Kisten bekommen zu können, kann man hier quasi Dailies absolvieren, da muss man Sachen kochen mit Materialien, die es dann immer in den anderen Hauptstädten gibt, heißt man fliegt immer ziemlich viel hin und her und ja, das würde ich mir ganz gerne sparen. Die ersten 5 Kisten habe ich mir jetzt direkt hier schon besorgt, achso, ich kann euch nochmal zeigen, wie lang das Event ist, das Ding läuft jetzt etwa, ein bisschen über eine Woche läuft es und ja, mal gucken, vielleicht kriege ich in der Zeit den Hut zusammen, dann wäre ich nämlich mit dem Event auch fertig. Genug des Vorgeplänkels, machen wir die Kisten mal auf. Kiste Nummer 1 ist nichts drin gewesen. Ein paar Materialien haben wir gekriegt. Kiste Nummer 2. Ich habe was Blaues gesehen. Ah, ui, das Haustier ist 100.000 Gold wert. Moment, da stimmt doch was nicht. Da stimmt doch was nicht. Habt ihr was Antikes zum Tauschen? Aha. Aber es muss mindestens. Gibt's gar kein Simulationshaus. Das ist wahrscheinlich, weil das nicht gelerntes ist, wisst ihr? Okay, da muss ich mal nochmal gucken. Also, ich glaube, dass das nicht so viel wert ist, ehrlich gesagt. Findet. Kiste Nummer 3 ist auch nichts drin, aber wir wissen jetzt schon mal, es gibt auch ein Haustier, das habe ich komplett verdrängt. Kiste Nummer 4 ist auch nichts. Und Nummer 5 ist auch nichts an der Stelle. So, jetzt habe ich mit dem ersten Char die Kisten schon mal durch. Ich fahre jetzt mal mit anderen Chars noch ein bisschen weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dala, ich bin jetzt auf den nächsten Char gelockt, habe ein bisschen wieder die verschiedenen Hauptstädte abgeklappert. Diesmal mit dem Magier, das erleichtert das eine oder andere so ein bisschen, wenn man die Portale hat. Haben wir wieder 5 Säcke zusammen und ja, ich würde sagen, die machen wir jetzt einmal auf. Und gucken wir mal, ob wir diesmal den Hut drin haben. Kiste Nummer 1 war schon mal nix. Nummer 2 war schon mal auch nix. Ein paar Truthähne haben wir. Nummer 3... auch nix. Oh boy, meine Fälle schwimmen ganz weit davon. Nummer 4 war auch nix. Und Nummer 5 war auch nix. Okay, das sind jetzt insgesamt 2x5, also 10. Gut, 20 wollte ich aufmachen. Schnappe ich mir noch 2 Chars. Mit einem bin ich aktuell gerade schon nebenbei am Kochkunst-Skillen. Weil um diese Sachen zu craften für die Dailies braucht man halt blöderweise auch immer einen gewissen Kochkunst-Skill. Also da muss ich dann gleich nochmal gucken. So, dala Leute, ich habe jetzt mit noch 2 Chars einmal die Säcke zusammengesammelt. Mit dem einen musste ich Kochkunst noch hochskillen, das hat doch länger gedauert, als ich dachte. Es hat nämlich auch noch ein bisschen rumgebuggt, wie unter anderem das hier. Wenn man das zumacht, dann buggt das immer, aber gut. Das neue Interface ist alles noch nicht so ganz rund. Nichtsdestotrotz machen wir die jetzt auf. 10 hatten wir jetzt, dann haben wir hier Nummer 11. Oh nein, das ist das Toy. Dreck, das ist wahrscheinlich genauso selten wie der Kopf. Und jetzt habe ich das Pad und das Toy schon rausgekriegt. Aber das, was ich haben will, noch nicht, ne? Nummer 12. Auch nix. 13. Gut, ich müsste mal nachschauen. Aber ich vermute, dass es ähnlich selten ist, ne? Das Spielzeug. Und Nummer 15. Okay, das war jetzt quasi 5-mal nix. Dann habe ich den anderen Hexer, mit dem ich jetzt Kochkunst geskillt habe, hier noch rumstehen bei den Elfen. Seht, da habe ich einiges gecraftet. Dann haben wir Nummer 16, Nada, Nummer 17, nice, da ist der Hut, ja sehr schön, da ist er, ich muss nicht noch mehr Chars machen, Gott sei Dank, gibt echt schönere Sachen, als da hin und her zu fliegen. Okay, jetzt machen wir die anderen auch noch auf, weil wir gesagt haben, 20 Stück, nice, also theoretisch, wenn ich jetzt alles noch gebraucht hätte, dann hätte ich jetzt den Hut, das Pet, warte mal, kann man den, wie lerne ich den jetzt?
Ah, ich dachte, der wird konsumiert, ne? Weil das ein kosmetisches Item ist, aber anscheinend nicht. Aber so wie das aussieht, habe ich den jetzt gelernt. Haben gar keinen T-Mog-Lern-Sound. Achso, ich habe TSM. Doch, ich habe All the Things hier an. Sonderbar. Okay, ich hoffe, dass das jetzt trotzdem irgendwie gewertet wurde. Aber den Hut haben wir jetzt auf jeden Fall. Ach nee, doch. Im Chat steht, dass ich den Hut gelernt habe. Gut, wunderbar, wo ich den angelegt habe. Es kam bloß kein Sound. Weil ich wahrscheinlich mit dem zweiten WoW den Sound einfach ausgeschalten habe. Gut, auf jeden Fall habe ich das Ding, hat sich erledigt. Ich habe schon die Befürchtung gehabt, wie bei den manch anderen Collection-Sachen, dass ich da jetzt 300 Kisten aufmachen muss. Weil bei dem Event ist es halt blöd, es ist halt nur in einer gewissen Zeit erhältlich und dementsprechend war das jetzt eine feine Angelegenheit. Gut, damit sind wir eigentlich auch schon durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao.